Boah, bitte nicht essen. Nein, bitte nicht. Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Wenn ihr meint, das war witzig, dann hört mal jetzt zu. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an einer Mumie gesehen habe. Dick und voll und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Wow. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Jo, unsere Arbeit hier ist getan. Yay. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Komm, trete nochmal. Nein, er sieht geschafft aus nach dem ganzen Kram. Oh, stopp. Hätt's gerne nochmal gesehen, wäre er so runtergetreten. Aber hat wohl nicht sein. Stopp. Der? Nee, hat er nicht. Und dann die. Den habe ich im Inventar schon. Ich brauche ich ja gar nicht. Sollte klappen.
was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Nagetier. Noch eine Spezies. Oh, der arme Katze. Aber wenigstens habe ich sie nicht wie Krog erschossen. Hey, Süße! Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich bin, hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Super! Abendessen für zwei im Tentakelclub? Das muss ich meiner Frau sagen. Er hat eine Frau und gräbt uns an? Ihr seid frei. Frei für was? Frei, um wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Gut, dann gebe ich dir eins. Hey, seht mal, ein Stinktier. Mann, sind das Blitzmerker! Kommt zurück, ihr verrückten Menschen! Das dürft ihr nicht! Das ist ein ausbruchsicheres Gebäude! Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? So, und ein dritter Versuch. Ja, ich frag mich, wie die Tentakel überhaupt die Menschen gefangen nehmen konnten. Ey, jeder Mensch ist schneller wie so ein Tentakel unterwegs. Lauf doch einfach weg. Achso, ja, die Wache ist ja jetzt vor der Uhr weg. Muss ich erstmal die Uhr wieder finden. Hier ist jetzt der Staubsauger. Toll, jetzt bin ich hier. Was mache ich hier? Was will ich hier? Mäuse. Keine Maus antwortet. War der Hamstergenerator. Mein Hamsterlein ist ja noch Tiefkühlkost. War das hier durch? Nein.
Wo war die Mikrowelle? Hier war die Mikrowelle. Armer Hamster. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Hol den armen Kerl da raus, sonst platzt der. Scheiße. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Das ist auch ein guter Warnhinweis. Alter Hamster. Der sieht nicht sehr motiviert aus. Er will nicht rennen. Ihm ist kalt. Ja, beim Rennen wird ihm wieder warm. Nicht? Schade. Oh. Ich mache keine Hausarbeit. Schade. Jetzt lustig gefunden. Hamster mal anders trocken föhnen. Das war. Genau, hier war nur das erste Ding. Und hier ist nicht. Nothing, nada. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen, Nerven aus Stahl, Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Oh, oh, oh. Doch für. Nein. Nein. Leer. Das ist ein leerer Schrank. Darf den Hamster nicht in den Trockner schmeißen. Die ist ziemlich kaputt. Ach, denn? Thank you.
Und wieder weg. So, okay. Na. Jetzt. Ich wollte gerade das Kaugummi mit der Brechstange nochmal nutzen, um vielleicht... Oh, ist mir jetzt schlecht. Ist mir übel. Auch ein Pulli. So nicht. Bäh, tropfnass. Oh je. Ich bin ja nicht ans Laufen. Es bleibt ja jetzt eigentlich. Nicht meine Größe. Thank you.
Da ist ein Pullover drin. Nein. Keine Münze mehr. Also ich krieg den jetzt gerade nicht am Laufen. Ich hab beide Münzen ja oben reinschmeißen müssen. Oder hat der oben eine Münze noch rausgeschmissen, beziehungsweise habe ich irgendwo eine Münze übersehen. Nicht gut drauf? Einfach mal Massagefinger probieren. Einen Groschen rein und der Spaß geht los. Bei einem Groschen war ja, glaube ich, 10 Pfennig. Nicht 50. Muss halt ab und zu mal was nachlesen. Wow! Und wie lange läuft der jetzt? Sehr lange, 200 Jahre. Aufwärmen. Darf ich ihn jetzt in das Laufrad setzen, damit der Energie produziert? Wo kam ich nochmal runter? Oh, hier. Ha 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 ha!
Aber Hamster. Ich hoffe, das war die erste Lektion. Nun? Schaut euch den mal an. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Ich kann den Chrono John sehen. Fertig. 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 Da ist ein Gesichtsabdruck auf dem Handschuh. Wow, der Schlag hat gesessen. Wofür ich wohl jetzt die Radkappe brauche? Das macht keinen Sinn. Fenster kann ich nicht öffnen. Kann ich nur mal versuchen? Und mal rausmarschieren. So, also wieder rein. Nutze der Steckdose. So, die ist damit fertig. Solange wie das Hamsterchen läuft. So, damit keiner merkt, dass ich da unten war. Tja, ich bin fertig, aber ich glaube, ich muss auf Bernhard und Hoagie warten. Tja, braucht Hoagie jetzt irgendwas von mir? Ja, das Metalldingen könnte er gut gebrauchen. Und vielleicht die Trophäe. Ich glaube nicht, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Oh ja, wenigstens die Gabel. Ich will nicht. Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Moment. Das Problem haben wir gleich. Ja, ich würde ihm auch gerne... Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Jenny helfen? Nun, ich bin das einzige Genie hier und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Oh no. Was machen wir nun?
Ja, er rülpst erstmal wieder. Kittel kann ich nur jemanden geben. Ich hab hier was für dich, Mister, Mister... Mister Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Jetzt. Yippie. Sieh ihn dir an. Alles, was jetzt noch fehlt. Also, was passierte, nachdem ich ohnmächtig wurde? Nun, nachdem der Blitz den Drachen getroffen hatte, stürzte er runter auf deinen Kopf. Der Blitz? Nein, der Drachen. Mist, was meinst du, sollten wir machen? Weiter versuchen. Das nenne ich Forschung. Jetzt! Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Renn um dein Leben. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Jetzt hat der auch die aufgeladene Batterie. Stellen wir mal kurz was auf Seite. Decker. Boah. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hoagie sollte auf Seite gehen. Ja. Hoagie, ich bin so froh. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred.
Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh oh. Keine Sorge, Jungs. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Oh oh. Wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's. Nein, wartet. Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grün-Tentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich will euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Oh. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Was machen wir jetzt? Wow! Die Wirkung lässt nach. Aha! Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Leise, vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? So, ich glaube, jetzt funktioniert es. Aha! Oh oh. Nimm das! Und das! Mist! Was machen wir jetzt hier? Ach, zu dritt kann man sie nehmen. Auch gut.
Hey! Wo ist der hin? Diese Tür ist wohl verriegelt. Diese Tür ist wohl verriegelt. Schade. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Oder auch nicht. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Schon wieder. Ihr Menschlinge seid so kurzsichtig. Ha! Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten! Ihr könnt mich nicht aufhalten! Ich habe eh schon gewonnen! Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal, mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Ja? Ihr würdet es nicht verstehen. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn! Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Wer, Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig. Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Bist du wirklich aus der Zukunft? Wer sollte sonst so genial sein und den Miniaturisierer erfinden? Erinnerst du dich an etwas, was noch nicht passiert ist? Natürlich! Kannst du uns ein paar Börsentipps geben? Investiert nicht in Schuhe! Werden die Sharks irgendwann nochmal gewinnen? Nein, aber die Tentakel tun es! Bist du mehr oder weniger intelligent als der Purpur-Tentakel aus unserer Zeit? Genauso intelligent. Aber ich hatte 200 Jahre, um über alles nachzudenken. Hehehehe.
bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration gefällig. Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Mist! Können wir das ausdiskutieren? Rede. Sicher. Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Okay, das scheint jetzt zu gewesen. Tja, Kinder. Doch nicht. Das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Ja. Idioten, es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Ernsthaft? Gut? Puh, bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Mehr oder minder.